Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie und heute zeige ich euch, wie ihr von einem Wallet zum anderen die Trons spiegeln könnt. Das heißt, euer Wallet ist dann von allen beiden Apps im Zugriff und so müsst ihr die Trons von der Clever App, falls ihr mit Kreditkarte bezahlt habt, nicht rüberschicken und nochmal über die Blockchain Gebühren zahlen, sondern ihr könnt es einfach, wie gesagt, spiegeln. Ja? So, also wenn ihr in eurer Clever App drauf seid, auf eurem Konto, ihr habt dann dieses Bild und dann geht ihr ganz unten rechts auf den Kreis mit den drei Linien. Das heißt Menü. Dann scrollt ihr ein bisschen runter, wenn es bei euch noch nicht sichtbar ist und geht auf Backup Wallet. Das hier. Dann müsst ihr euren PIN wieder eingeben. Ich mache das und schneide kurz. So, und dann sagt es euch, Sicherheit, willst du wirklich dein Wallet sichern und du sollst dein Private Key nie jemand anderem geben. Haben wir verstanden? Bestätigen wir. So, dann müsst ihr aufpassen, es geht immer auf das Bitcoin Main Account, den wir aber ja jetzt nicht nutzen, sondern ihr müsst oben auf den Tron klicken und ich will ja den Testvideo spiegeln und drücke drauf. Also zuerst habt ihr auf Tron gedrückt, ich gehe nochmal zurück, auf Tron, da mit dem roten Logo und dann eben auf das Konto, das ihr spiegeln wollt, bei mir ist es das Testvideo, da klicke ich drauf. So, dann seht ihr hier eben diese Zahlen-Buchstaben-Kombination. Und da geht ihr auf dieses kleine Symbol, was da rechts oben ist, nämlich dieses Kopieren. Da sagt er auch, kopiert in das Clipboard, also in das Kurzzeitgedächtnis. So, dann könnt ihr da rausgehen und wir gehen in die TronLink-App. So, und da geht ihr auf Add Wallet, also Wallet hinzufügen, nicht ein neues installieren, sondern wirklich Add Wallet. Und dann sagt ihr über Private Key, also wirklich hier oben das oberste und klickt da drauf. So, dann klickt ihr da in das Feld rein, bis kommt Paste. Paste heißt reinkopieren. Da kommt dann das Private Key. Natürlich blende ich das ein bisschen aus, wundert euch nicht, weil das ist natürlich mein Private Key, das soll man ja keinem anderen weitergeben. Und dann sage ich Next Step. Dann gebe ich dem einen Namen, ich nenne es auch hier Testvideo. Denn es macht ja Sinn, dass man in beiden Wallets den gleichen Namen hat, damit man nicht durcheinander kommt. Sag Next. Dann brauche ich ein Passwort. Das gebe ich jetzt ein. Und ihr seht, also es muss ein Großbuchstabe dabei sein. Mindestens ein Großbuchstabe, mindestens ein Kleinbuchstabe, mindestens eine Zahl. Und es müssen insgesamt mindestens aus acht Zeichen bestehen. Okay? So, ich gebe jetzt mein Passwort ein, auch das blende ich euch natürlich aus. Und dann sagt man unten Next Step. Man muss das Passwort noch ein zweites Mal zur Überprüfung eingeben. So, und es importiert es und natürlich, da ich drüben keine Trons drauf hatte, sind jetzt hier keine zu sehen. Okay, aber so einfach ist das Spiegeln von den Trons von der Clever App zur TronLink App. Und aus der TronLink App, wie es dann weitergeht, das kommt im nächsten Video.